Ich bin gerade total aufgeregt. Jesus holt jetzt die Mädels ab. Clara und Elisa und ja. Dann werden sie ihr kleines Geschwisterchen kennenlernen. Ihre kleine Schwester, sie liegt jetzt da hinten. Meine Süße. Ja, ich habe sie, weiß ich nicht, gerne neben mir. Deswegen liegt sie eher neben mir, anstatt im Beistellbettchen. Ach Gott, sie ist so süß. Und dadurch, dass sie natürlich so eine kleine Frostbeule ist, kriege ich sie schneller aufgewärmt, wenn sie einfach neben mir mit Körperkontakt liegt. Ja, bin aufgeregt. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Und Clara möchte unbedingt ihr das Kuscheltier geben, das sie extra für sie gebastelt hat. Das wird gleich, glaube ich, sogar süß. Der Johann, ich weiß gar nicht, ich glaube, der braucht ein bisschen länger noch. Müssen wir mal abwarten, ob er gleich mit dabei ist oder erst später hinzustößt. Ich mache mir hier mal kurz fertig. Justus sagt ja, ich sehe leichenblass aus. Ich muss mal selbst im Spiegel gucken. Also mir fällt das gar nicht so sehr auf. Aber er meinte, man merkt es an meinen Lippen. Merkt man es an meinen Lippen, dass ich irgendwie zu wenig Blut im Körper habe. Ja, ich schminke mich jetzt einmal und dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Das ist immer so, wenn man sich nicht wohl fühlt oder gut fühlt, dann schminke ich sogar. Das hilft aber wirklich. Babymädchen natürlich währenddessen immer im Blick. Ja, wenn man so einen neuen Bursus hat, dann ist man sehr fixiert darauf, dass es dem Baby gut geht. Jedes Geräusch, und man muss sich mal kurz umdrehen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Achso, ich wollte auch noch alle lieben mitkugelnden Mamis da draußen grüßen. Ich weiß nicht, wer mit mir zusammen entbunden hat auch schon oder wer noch immer kugelt. Auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße und ja. Vielleicht können ja ein paar auch schon kuscheln, so wie wir. Ich liebe es. Den ganzen Tag könnte ich sie nur abknutschen und kuscheln. Sie ist so süß, wirklich. Auch diese Nacht wieder war das so unkompliziert mit ihr. Also klar, sie hat dann Hunger und Durst. Also sie hat immer so eine Phase. Sie hat so eine Phase, in der sie wirklich so einen Stillmarathon braucht. Dann will sie an die eine Brust, dann ist sie fertig. Dann will sie an die andere und dann will sie wieder... Die eine, also da hat sie richtig Hunger und ja, dadurch, dass sie eben noch so jung ist, sie ist ja gerade mal 2 Tage alt, hat sie einfach noch nicht so die Kraft, die ganze Zeit durchgängig zu trinken. Und deswegen schläft sie zwischendurch beim Stillen auch ein. Und wenn ich sie dann ja einfach wieder so ein bisschen rumtrage und so, dann wird sie wieder wach und dann hat sie wieder Hunger, weil sie merkt, ja, ich habe ja eigentlich Hunger. Verstehst du, wie ich meine? Ja, so ist das bei Neugeborenen. Das ist so ein bisschen komplizierter. Deswegen hat man solche Stillmarathons. Und durch dieses sehr häufige Anlegen, also Anlegen heißt, man ja, legt sie an eine Brust ran und dann saugt sie. Und dieses Ansaugen, das ist im Moment sehr, sehr schmerzhaft. Aber das bedeutet einfach nur, sie macht das richtig toll, weil sie macht das richtig, so wie es sein muss. Ja, ich merke hier, dass ich gar nicht so viel Schminke brauche. Sonst habe ich nämlich sehr rote Wangen zum Beispiel und die sind im Moment nicht da. Vielleicht meine ich, was ist das damit, dass ich so ein bisschen leichenblass aussehe. Ja, Stillen ist so ein Thema. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es schon so eine kleine Wissenschaft ist. Man denkt ja immer, ja, das ist so natürlich, das ist halt so in der Natur, ne? Dann kommt das Baby und dann stillt man. Aber es gibt schon so ein paar Dinge, ja, die einfach dazugehören und ich werde auf jeden Fall gleich... meiner Hebamme, der Nicola, die kennst du ja schon, einmal fragen, wann sie denn Zeit für mich hat. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass ich schon jetzt den Milcheinschuss habe. Also ja, ziemlich pünktlich, ne? An Tag 3, obwohl ja Geburt, dann Tag 1, Tag 2 ist das ja dann, ne? Oder wie zählt man das? Zählt man den Tag der Geburt mit? Ich weiß es nicht. Jetzt noch Augenbrauen und Wimpern und dann sehe ich immer aus wie ein neuer Mensch. Yeah.
ich gar nicht flüstern, warum flüstern wir? Ja, genau. Stimmt, du brauchst nicht. Nein. Die Babys gewöhnen sich dann an die. Sie ist so groß wie eine Puppe. Ja, ja. Genau, und die Beine hören hier auch auf. Sieht man erst, wie groß die Elisa ist. Ja. Und sie hat die Zähne versteckt. Mach mal die Decke weg, dann sieht man, wie klein sie ist. Kleiner als eure Puppen, ne? Noch viel kleiner. Komm mal her, setz euch mal hin. Wenn wir Baby halten. Süß ist das Baby. So, also oh, eine Hand nach unten am Popo. Genau, so ist perfekt. Und den Arm ein bisschen höher, damit der Kopf gestützt wird. Ja, ganz gut. Okay, so. Bewegt sich so ein bisschen vor sich hin und versucht zu pupsen. Das glaubt der Johann. Ja, meinst du? Ja. Dann lass ihn mal rein. Ja, das Einzige, woran man aufpassen muss, ist das Köpfchen, weil sie kann den Kopf noch nicht so halten. Ne? Ich sag dir, süß, guck mal. Ja. Du bist ich will, sie träumt. Sie träumt von was Schönes. Ja, was Schönes träumt sie. Sieht so toll aus. Oh, Baby. Ich habe schon gesehen beim Krankenhaus, wo Papi sie bei dem Handy diese Fotos gezeigt hat. Ja. Da sind ja ein bisschen Augen aufgemacht. Ja, im Krankenhaus, da war sie noch... Ohrchen. Da war sie noch ein bisschen angeschwollen, ne, im Gesicht. Ein bisschen groß ist das. So, hast du bestellt? Ja. Das Kuscheltier. Ja, stimmt. Das musst du ja noch geben, ne? Du brauchst keine Angst haben, du bist ja ganz vorsichtig, ne? Versuchst jetzt nie mehr so zu legen. Kannst du noch nicht, gar nicht greifen, ne? Ja. Guck mal, Baby kann erstmal richtig gar nichts. Das Baby liegt nur rum. Ja, genau. Ja, und mach so. Ich hab's nie mehr. Ich glaube, das mag. Aber es merkt, wenn jemand in der Nähe ist. Ja? Also, wenn es mag am liebsten, wenn jemand es auf dem Arm hat. Kann ich auch mal? Ja, natürlich. So. Oh Gott, ich nicht an die Süße. Diese Haare. Kannst du ein bisschen so schmusen? So ein Gesicht, dann weiß ich, dass du da bist, man freut es sich. Das hat ein bisschen die Augen aufgemacht. Ja. Ja. Ich bin jetzt schon ein bisschen. Also, Lukis Haare hier noch. Die hat sie auch schon begrüßt. Und du jetzt halt. Ja, bisschen schwer. Bisschen schwer, das Baby. Das Baby macht so. Das hat gepupst. Jetzt versucht mich zu essen, oder? Ja, es ist jetzt Hunger. Ja, aber da ist. Da kann man leider nichts trinken. So, und dann haben wir ein bisschen geht. Tja. Das Unruhe, das musst du leider ertragen. Sie hat keine Zähne. Ja, sie hat keine Zähne, genau. Damit sie die Mami nicht beißen kann. Ja, zu machen. Noch nicht. Sie, ja. Sie versucht zu lutschen, um Milch zu holen. Sie versucht Milch zu sagen. Oh, süß, sie macht die Augen auf. Genau. Man kannst du sehen, welche Augenfarbe sie hat? Ja, so ganz dunkle. Ganz dunkelblau. Ja. Ja, das ändert sich. Wird nicht ganz dunkel. Nee. Es wird eine braunäugige, ne? So, mindestens so wie Lisa. So
so klein. Als ich ein Baby war, war ich auch so klein. Ja, ja. Ihr wart alle mal so klein. Das kann man kaum glauben. Und da habe ich noch nicht die Augen aufgemacht. Genau. Aber seht ihr, sie sind so ein bisschen eingeklemmt, so mögen die das, die Babys. Das ist viel Kontakt. Hallo. So kleine Händchen. Ja. Und so kleine Fingerchen. Baby muss noch was essen. Ja, Babys haben immer Hunger. Da, da. Ich glaube, sie hat die Windeln voll. Ja, meinst du? Nein, aber man hat eben schon Geräusche gegeben. Sie hat eben gerade gepustet. Das habe ich gerade gehört. Ja, ich habe es auch gehört. Entweder gepupst oder vielleicht... Ja, okay. Auf jeden, okay, Fall, gut. Auf jeden Fall kriegt sie braune Haare. Das sieht man so. Ja. Das sieht man. Ja, genau. Fühl mal. Sie hat ganz, ganz weiche Haare, Clara. No, guck sie jetzt. Ganz weich sind die Haare noch. Ja, ganz weiche Haare. Sie versucht zu gucken. Aber sie kann nicht. Sie macht... Ja, wie ein Häschen. Ja, also ganz lustige Geräusche, ne? Ja. Aber so klein hätte ich mir sie nicht vorgestellt. Sie sagt nicht mal Hallo. Ja. Sie kennt ja noch gar nichts, Elisa. Ja, sie kann noch gar nichts. Schade, dass sie noch gar nichts kann. Und hier steht sie. Ja. Hier hinlegen und dann in Ruhe lassen, oder was machen wir jetzt mit dem Baby? Was machen wir jetzt mit dem Baby? Was sollen wir jetzt mit dem Baby machen? Das ist jetzt die Frage. Und du bist drüben in das kleine Bettchen. Und oh, ein kleines Armband. Achso, hier steht ein Armband. Das müssen wir gerne abmachen. Was ist das? Das ist doch vom Krankenhaus. Genau, das ist ein Krankenhaus. Da steht der Name drauf, weil alle Babys, ja fast alle Babys gleich aussehen, außer meine, sehen da schon ein bisschen... Können wir das abmachen? Nee, noch nicht. Sie hat ganz, ganz dunkle Augen. Ja. Ganz dunkelblau. Das ist ja bei Babys so. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber alle Babys haben erstmal blaue Augen. Oh. Und nee. Die ändern sich dann doch. Nee. Elisa hatte keine blauen Augen. Nein. Sie war sofort braun. Mhm. Und sie, und bei ihr bin ich mir ganz sicher. Hat sie gelächelt, klar. Mhm. Wirklich? Ja, hat sie kurz gelächelt. Das, das habe ich auch gesehen. Sie so und sie war in Mamis Bauch die ganze Zeit. Oh, süß. Tut dein Bauch immer noch weh? Nein, ist alles gut. Aber ihr habt ja auch Bauch gestreichelt, Bauch geküsst, ne? Da war sie schon die ganze Zeit drin. Dieses kleine Ding. Dann lass sie mal in Ruhe schlafen. Sie greift schon ein bisschen. So, der Papi hält sie jetzt entweder so fest, oder? Ich kann nicht. Ich kann nein. Ich kann so essen. Ich habe so lange trainiert. Ach, der Papi hat Hunger. Ich weiß, dass immer dieser Bumm gemacht. Alles Gute, Lisa. Auf die Nase. Dann nehme ich jetzt einfach mal mit und dann kann ich so auch so essen. Oh, Justus ist ein Profi im Baby auf dem Arm. Und Baby halten. Ja, im alles tun und währenddessen Baby auf dem Arm halten. Baby auf dem Arm. Hat die Ohren sie eigentlich schon gesehen? Nee, noch gar nicht. Ja. Will das Baby auch essen? Nee. Kann sie noch nicht essen? Doch, ich glaube, sie hat schon gegessen. Gänsehaut ein bisschen. Ganz viel, ja. Ganz viel getrunken hat sie bei der Mami. Sie hat gelächelt. Sie hat einmal kurz so viel. Und sie träumt gerade von leckerer Milch. Ja, genau, Elisa, ne? Sie, die Babys essen ja nichts, sondern sie trinken ja bei der Mami. Ne, Elisa? Genau. Ich habe auch Hunger, mein Bauch knurrt schon. Ganz weich, ja. Was hast du bestellt, Justus? Pizza. Salat und Pizza-Salat. Okay. Ich glaube nicht, dass du Baby halten kannst. Doch, Papi hält dich. Das finde ich richtig schön. Das ist nicht so schwer, so ein Baby. Wie ein Glücksgefühl. Du magst es ja auch getan. Ja, ich habe richtig cool. Ich habe auch Hunger. Okay, dann gehen wir essen. Damals schon bei Elisa so süß, als sie ja, als Baby kam und dann oh Gott, Muttergefühle. Puh, du
bin nur am Heulen die letzten Tage. Okay, ich versuche jetzt elegant aufzustehen. Es ist halt noch alles sehr instabil mit der Hüfte, ne? Deswegen ist es ein bisschen schwierig, aber auch das wird sich die nächste Zeit legen und dann ist alles gut. Genug Geduld.